Ja, erstmal begrüße ich alle ganz herzlich. Ich muss sagen, es war der Freitagabend, BSV Kickers-M, Flutlicht, tolle Atmosphäre. Unsere Fans wirklich richtig Stimmung gemacht, die Lübecker Fans richtig Stimmung gemacht. Das ist eigentlich das, was den Fußball ausmacht. Klar war natürlich, dass wir heute gegen den Tabellenführer gespielt haben. Jeder hat jetzt gesehen, warum Lübeck an erster Stelle steht. Da konnten wir, wie es der Kollege schon sagte, in der ersten Halbzeit einigermaßen mithalten, haben versucht, alles wegzuverteidigen, aber haben dann auch es wieder bei den Gegentoren relativ einfach gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit, dann ist halt dieser Klassenunterschied dann auch deutlich geworden. Es macht halt dann auch einen Unterschied, ob man, soweit ich informiert bin, unter Profibedingungen arbeitet oder halt auf Amateurebene arbeitet. Und von daher, ja, es gibt für mich nur eine Mannschaft, die aufsteigen wird. Das ist der VfB Lübeck, auch wenn es jetzt noch ein hartes Stück Arbeit wird. Aber das Ganze drumherum, das Stadion, die Bedingungen sind einfach so, dass der VfB Lübeck eigentlich in die dritte Liga muss. Und klar, das kriegt man nicht geschenkt, dafür muss man viel tun. Ja, da wünschen wir dann natürlich ganz, ganz viel Erfolg und Glück. Und ja, wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Brust, Havelse, und wollen das vernünftig runterspielen und wollen natürlich auch zeigen, dass wir uns nicht aufgeben. Und Kollege hat es gesagt, erste Halbzeit haben wir schon auch versucht, da alles in die Waagschale zu werfen, aber heute haben wir einfach unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und Glückwunsch an Lübeck und danke für den schönen Freitagabend. Bis aufs Ergebnis. Applaus.